Uttita Dvipada Grivasana ist eine andere Bezeichnung für die aufgerichtete Schildkröte. Uttita heißt aufgerichtet oder stehend. Dvipada heißt beide Füße, Grivasana, Griva ist der Nacken. Du bist also im Sitzen, du gibst erst beide Füße hinter den Kopf, dann gibst du die Hände auf den Boden und du hebst das Becken hoch. Und so bist du in Uttita Dvipada Grivasana. Das ist übrigens eine Bezeichnung aus dem Buch First Steps to Higher Yoga von Swami Yogeshwaranand Paramahamsa vom Yoga Niketan Rishikesh, der Nachbarashram des Shivananda Ashrams. Er schreibt auch über den Nutzen davon. Diese Stellung lässt Hals, Nacken, Bauch, Hüfte, die Oberschenkel, Finger und Arme stark und flexibel werden. Prana wird stark und der gesamte Körper wird gesund.